heute ganz herzlich zum weiteren Diablo-Video. Ich zeige euch heute, wie man das Diablo richtig antreibt. Das heißt, ich zeige euch eine von vielen verschiedenen Antriebsmethoden. Wenn man das Ganze kann, also die ganze Antriebsmethode kann, sieht es so aus. Wie ihr gesehen habt, das Diablo bewegt sich immer so in einer ellipsförmigen Bahn. Und wenn ihr rechts in der seid, dann sollte sich das im Uhrzeigersinn bewegen. Wenn ihr links in der seid, gegen den Uhrzeigersinn. Was muss man dazu können? Man muss natürlich einmal das Diablo-Spielen an sich können. Wenn ihr das dann nicht könnt, werde ich es euch rechts oben verlinken. Und zum anderen müsst ihr auch die Schleife beim Diablo können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch links oben verlinken. Wie beginnt man also mit dem Trick? Zuerst muss man das Diablo in Schwung bringen ein bisschen. Und dann eine Schleife reinmachen. Also, Schleife ist drin. Jetzt müsst ihr mit dem rechten Arm, wenn ihr die Schleife drin habt, links gehen. Aber nicht nur so nach unten, sondern auch schon so ellipsenförmig ein bisschen. Den linken Arm haltet ihr ruhig. Der darf sich ein bisschen bewegen, aber das sollte ruhig gehalten werden. Und mit der rechten Hand, also mit dem rechten Arm als Rechtshänder, macht ihr diese Bewegung. Also, ihr macht praktisch auch eine kleine Ellipse, die auch mit dem Uhrzeigersinn geht. Und durch diese Bewegung, wenn die Schleife drin ist, kommt das Diablo auch in diese Ellipsenform. Wenn ihr das Ganze natürlich stärker wollt, dann müsst ihr die Ellipsenform mit der rechten Hand stärker machen. Wenn ihr es weniger stark wollt, ein bisschen kleiner. Wie gesagt, erstmal die Schleife rein und dann diese Ellipsenform. Und ihr merkt schon, ihr könnt dann auch noch, wenn das Diablo links ist, den linken Stab ein bisschen in die Luft ziehen. Dann wird das Diablo nochmal schön nach rechts in der Ellipsenbahn rüber befördert. Somit könnt ihr ordentlich Speed aufbauen, um dann Tricks wie den Aufzug zu machen. Den habe ich euch auch schon gezeigt, wie der funktioniert. Wenn ihr den noch nicht könnt, werde ich es euch links oben verlinken. Oder eben auch andere Tricks, für die man viel Geschwindigkeit braucht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.